Ich möchte Sie sehr herzlich zu unserer Sendung willkommen heißen und ich möchte Sie auch ermutigen und Ihnen sagen, dass diese Sendungen regelmäßig gesendet werden und ich ermutige Sie, sie anzuschauen. Aber ich möchte Sie auch zur selben Zeit ermutigen, uns zu unterstützen, weil wir angewiesen sind auf Menschen wie Sie, die uns finanziell unterstützen. Ich bin gerade aus Polen zurückgekehrt. Trotz Covid arbeiten wir immer noch. Und ich habe in Polen gedient. Und ich fahre damit fort. Wir möchten Sie ermutigen, uns zu folgen auf der Webseite, im Internet. Sie können vieles von dem sehen, was wir tun, wenn Sie auf die Webseite gehen. Und die Details werden am Ende eingeblendet, dass Sie das verfolgen können. Und ich möchte das Ihnen ganz dringend ans Herz legen, uns zu unterstützen. Ein Fakt im Verlauf von Covid ist, dass ich nicht in der Lage war, so viel zu reisen, deswegen war ich öfter zu Hause. Und ich habe mich sehr viel mehr mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigt. Und Menschen sind ziemlich erstaunt. Die meisten Menschen sehen mich als einen Evangelisten, aber Tatsache ist, dass ich auch ein Bibellehrer bin. Und ich habe 16 Jahre meines Lebens gleichzeitig als Pastor gearbeitet und als Evangelist. Und ich möchte, dass Sie sehen und verstehen, was ich sage. Denn vor kurzem sprach ich mit ein paar Menschen, die ein paar meiner Bücher entdeckt und auch gelesen hatten und die sehr erstaunt darüber waren, dass es da eine erstaunliche Tiefe gibt, die wir zutage fördern durch das Bibelstudium. Ich möchte Sie ermutigen, die Bücher zu kaufen oder sie im Internet zu entdecken. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, dass Sie unsere Newsletter bestellen und unsere Sendungen sehen. Ich verschicke jeden Monat Newsletter und ich verschicke auch Gebets-E-Mails relativ häufig in letzter Zeit. Und ich ermutige Sie, falls Sie das bisher noch nicht getan haben, uns Ihre E-Mail-Adresse zu schicken, sie über das Internet uns zukommen zu lassen und dass Sie auch Kontakt halten zu uns. Ich glaube, dass ich eine wirklich bedeutende Botschaft habe, nicht nur was die Evangelisation angeht, sondern ich glaube, dass Gott mir eine bedeutende prophetische Botschaft gegeben hat für unsere jetzige Zeit. Ich denke, Sie können das erkennen, denn es ist 20 Jahre her, dass wir den Film produziert haben, Die Vergewaltigung Europas. Und ich denke, dass es niemals einen prophetischeren Film gegeben hat, der jemals produziert wurde. Denn was wir in diesem Film darstellten, sind Dinge, die sich jetzt erfüllen, in dieser Zeit, während wir das jetzt sagen. Nun, so viel dazu. Ich möchte Sie jetzt auf die Bibel verweisen und wir werden uns mit ein paar etwas ungewöhnlichen Themen beschäftigen. Ich beschäftige mich mit dem Jakobusbrief. Das Erste, was ich bei Jakobus vorfinde, ich spüre, dass er über zwei Dinge spricht. Zunächst spricht er über Gebet, aber er spricht auch über Glauben. Und wie Sie wissen, ist das ein wesentliches Element meines Lebens und meines Dienstes. Denn ich habe den Heiligen Geist gebeten, als ich den Heiligen Geist empfing, als ich ein Teenager war. Ich bat den Heiligen Geist um die Gabe des Glaubens. Aber so viele Menschen denken, dass sie Glauben haben oder geben vor, Glauben zu haben. Aber ich möchte versuchen, Ihnen etwas zu zeigen, was die Realität, die Echtheit des Glaubens betrifft. Jakobus schreibt in diesem Brief und sagt Folgendes in Kapitel 1, in Vers 2, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld bewirkt.
Also Glaube muss sich bewähren. Jakobus sagt Folgendes: Glaube muss geprüft werden, damit er sich als real erweist. Und er fährt fort und sagt in Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Nun, das ist wirklich eine sehr markante Herausforderung. Ich versuche diesen Vers in meinem Leben tatsächlich umzusetzen und ich bitte Gott um Rat. Vor kurzem sprach ich mit einem unserer Mitarbeiter, das ist nicht lange her, über das Thema Gebet. Und derjenige ist ein Christ, der arbeitet für uns. Und er stellte eine sehr einfache Frage: Wie bete ich eigentlich? Nun, das ist eine bedeutende Frage. Ich glaube nicht an formale Gebete. Ich glaube, in meiner Beziehung mit dem Herrn geht es vielmehr um eine Unterhaltung. In einem solchen Maß, wenn ich zum Herrn rede im Gebet, dann empfange ich auch Antworten. Das finden Sie vielleicht merkwürdig, aber ich habe immer gesagt und auch immer geglaubt, dass Gebet mehr sein muss als eine Einbahnstraße, ein Monolog. Es muss eine Unterhaltung sein, ein Hören und ein Sprechen, um wirksames Gebet zu sein. Und wenn Sie meine Berichte, meine Zeugnisse hören, dann wissen Sie das, dass es zwei bedeutende Ereignisse gab. Als ich zweimal Krebs hatte, 1964 hatte ich Kehlkopfkrebs, der natürlich mein Leben verändert hat. Und dann in den Jahren 2002 und 2003, als ich den Lungenkrebs hatte. In beiden Fällen, als ich den Herrn bat um das Wunder, habe ich ihn gleichzeitig darum gebeten, mir eine Antwort zu geben. Und Sie fragen vielleicht, wie habe ich eine Antwort bekommen? Ich sage dem Herrn normalerweise, ich möchte das in schriftlicher Form sehen. Das bedeutet, ich empfange die Antwort durch das Wort Gottes normalerweise. Manche von uns nennen die Bibel Gottes Wort, und das ist, was sie auch wirklich ist. Sie ist Gottes Wort an uns. Und so oft ist das der Fall, wie Gott mir Antworten gibt, obwohl es manchmal auch Antworten gibt in Form eines Eindrucks, den ich in meinem Geist empfange. Aber ich komme zurück auf Jakobus, Kapitel 1 und Vers 5, wo es heißt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, er soll im Glauben bitten, ohne zu zweifeln. Denn wer zweifelt, wankt und schwankt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Glaube muss also unterfüttert werden von einer gewissen Stabilität. Wenn wir darum bitten, vertrauen wir Gott, und wie ich Ihnen gleich zeigen werde, dann handeln wir entsprechend in Übereinstimmung mit diesem Glauben. Denn Paulus fährt fort und sagt, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfängt. Meine Güte, das ist eine wirklich kühne Aussage. Und das ist auch eine sehr bedeutende Aussage. Wenn ihr im Glauben darum bittet, aber zweifelt, ihr haltet nicht fest an diesem Glauben, Glaube muss beständig sein. Und unter dem Strich ist das Ergebnis dann, dass ihr nichts bekommen werdet. Das ist wirklich eine sehr markante Aussage. Aber wenn ich jetzt fortfahre in Jakobus 2, und wenn wir uns das dann anschauen, wenn ich damit beginne, was in Vers 14 steht, dann heißt es dort, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Nun, dieser ganze Abschnitt ergänzt das, was vorher gesagt wird. Er steht nicht im Widerspruch zu dem, was vorher gesagt wird. Denn Jakobus stellt eine Frage von Anfang an.
Er zitiert die Schrift, wo steht, dass wir durch Glauben gerettet werden. Wir werden durch Glauben gerettet, nicht aus Werken, denn es ist Gottes Gabe an uns, das ist die Schrift. Aber hier ist Jakobus sehr praktisch ausgerichtet, denn er sagt, wenn du Glauben hast und dein Leben bringt aber keine entsprechenden Früchte, kann allein dieser Glaube dich retten? Er ist sehr praktisch. Er sagt hier in Vers 15, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, sagst du einfach, geh hin in Frieden. Nein, das ist nicht, was Jakobus sagt. Er sagt einfach, Gott wird dir helfen und so weiter. Hab einfach Glauben. Mit anderen Worten, haben sie Hunger, sie sind obdachlos, sie haben Bedürfnisse. Und du sagst einfach, geh im Glauben. Jakobus sagt, nein, mach das nicht so. Seid praktisch und gebt ihnen das, was sie wirklich konkret brauchen. Glaube, mit anderen Worten, muss von bestimmten Taten begleitet sein. Und dann sagt er hier, wenn du einfach sagst, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch und so weiter, aber ihr gebt ihnen nicht die Dinge, die wirklich dringend erforderlich sind, was hilft es ihnen dann? Und dann sagt er in Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, die ihn begleiten, so ist dieser Glaube an und für sich tot. Nun, das ist eine ziemlich starke Aussage, besonders für jemanden wie mich, der immer über Glauben spricht. Glaube ohne Werke ist tot. Mit anderen Worten, sehen Sie, von Anfang an hat Gott mich gerufen und massiv herausgefordert, als er mir sagte, als ich immer noch ein Pastor war, sagte er mir, ich bin es leid, dich zu hören. Können Sie sich vorstellen, dass Gott mir das gesagt hat? Ich denke, das muss er einmal einen Sonntag gesagt haben, nachdem ich gepredigt hatte. Die Details habe ich vergessen, ich erinnere mich aber sehr gut an den Inhalt. Er sagte, hör auf zu reden, ich möchte, dass du rausgehst und dass du all diese Dinge tust, über die du sprichst und von denen du anderen sagst, dass sie sie tun sollen und kommen erst zurück, bis du sie getan hast. Mit anderen Worten, was der Heilige Geist mir sagte, war buchstäblich, was Jakobus hier sagt, wenn du Glauben hast, dann muss dieser Glaube umgesetzt werden in Taten. Ich denke, wenn es ein Zeugnis gibt, was mein Leben beschreibt, dann mit Sicherheit, dass mein Glaube zu Taten geführt hat. Ich musste so viele Dinge tun, die ich nur im Glauben tun konnte. Angefangen 1961, als ich sagte, dass ich auf dem Landweg nach Jerusalem reisen würde, um diese großartige Konferenz zu besuchen, die buchstäblich 2000 Jahre später nach dem ursprünglichen Pfingsten geschehen würde, und die Konferenz würde in Jerusalem abgehalten werden, in diesem Oberemach, zu Pfingsten. Und das Erstaunliche ist, ich sagte, ich würde hinfahren, aber was ich sagte, war, ja, im Glauben, ich werde hinfahren. Ich habe kein Geld zu fliegen, ich werde mir ein Auto besorgen und dorthin fahren. Aber nachdem ich das gesagt hatte, brauchte ich 2 volle Jahre, um daran zu arbeiten, Visa zu erhalten, Genehmigungen zu bekommen, eine Gruppe zu organisieren, die mitkommen würde. Ich brauchte 2 Jahre, in denen ich das organisierte, dass dieser Glaube, den ich zum Ausdruck gebracht hatte, umgesetzt werden würde in konkretes Handeln. Ich sagte, ich würde hingehen, ich fuhr hin und ich kam zurück. Und natürlich, wie die meisten von Ihnen wissen, hat das mein ganzes Leben verändert. Das ist das, was Jakobus im Kern aussagt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Weil Glaube demonstriert, gezeigt werden muss. Glaube ist nicht eine bloße Theorie. Glaube muss umgesetzt werden in konkretes Verhalten. Er fährt fort und sagt in Vers 18, da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke.
Mit anderen Worten, du sagst, dass du aus Glauben lebst. Ich lebe, um meinen Glauben, meine Liebe zu Gott, meinen Dienst an Gott zu demonstrieren durch das, was ich tue. Die Herausforderung ist, an dem, was Jakobus sagt, zeige mir deinen Glauben ohne deine Werke, und ich werde dir meinen Glauben zeigen durch die Werke, die ich tue. Die sehr praktische Herausforderung hier besteht darin, wenn du sagst, dass du an Gott glaubst, dass du Gott vertraust, dass du aus Glauben errettet bist, aber dein Leben demonstriert diese Dinge, zeigt diese Dinge nicht, dann antworte ich darauf, ich zeige dir meinen Glauben an Gott durch die Art und Weise, wie ich lebe. Sehen Sie den Unterschied? Sie können sagen, ja, ich habe Glauben. Nun, das ist das Problem, denn was übrig bleibt, ist eine religiöse Einstellung. Und Menschen können religiös sein, aber sie zeigen es nicht. Glaube ist nicht nur eine Theorie, ein Buch, sondern es ist ein Leben. Glaube ist ein Lebensstil. Ich führe dieses Leben aus Glauben. Ich versuche, diesen Glauben praktisch zu zeigen. Ich erinnere mich immer daran, an das zweite Mal, als ich diesen Lungenkrebs hatte, vor 20 Jahren. Natürlich haben alle erwartet, dass ich operiert werden würde, und ich sagte nein, ich sagte den Ärzten nein, ich werde mich nicht operieren lassen, ich lebe aus Glauben und deswegen werde ich mich nicht operieren lassen, nicht wahr? Ich musste diesen Glauben den Ärzten und anderen gegenüber demonstrieren. Und ich sage Ihnen, warum. Ich war damals in einer Gemeinde, in der viele Wunder passierten. Es gibt immer noch die Zeitungsberichte aus der damaligen Zeit. Blinde wurden sehend, Gott hat ihre Augen geheilt, Krüppel konnten laufen. Es gibt Artikel aus den Zeitungen von damals. Und die Gemeinde, deren Pastor ich damals war, hat mich wirklich herausgefordert, denn sie sagten, es ist okay, wenn du uns sagst, oh, habt Glauben, und Gott wird euch heilen aus Glauben, aber was wirst du jetzt tun, wo du ein ganz ernstes Problem hast, nämlich Krebs? Das war eine dermaßen Herausforderung für mich, aber von diesem Augenblick an musste ich dem Herrn sagen, Herr, ich muss meinen Glauben zeigen. Deswegen werde ich mich nicht operieren lassen. Ich habe mich geweigert. Natürlich kennen Sie die Geschichte. Ich betete 3 Monate lang und dann hat Gott durch ein Wunder mich geheilt, ohne irgendwelche medizinische Behandlung oder eine OP. Ich versuchte das vor kurzem zu erklären, was wirklich passiert ist. Der Krebs ist aus meinem Mund herausgekommen. Ich hatte den Krebs. Und wie ein Arzt mir einmal sagte, nun, das war die einzige Art, wie der Krebs herauskommen konnte. Das war wie ein massiver Hustenreiz. Und ich brachte den Krebs hervor. Und ja, ich lag damals im Bett und sie mussten das Bett verbrennen aufgrund dieser Ranzensauerei. Und das ist genau das, was Jakobus hier sagt. Manche Menschen sagen, sie haben Glauben, aber sie verhalten sich nicht demnach. Sie zeigen diesen Glauben nicht. Ich sagte, ich werde meinen Glauben zeigen durch die Art, wie ich lebe. Und jetzt kommt er wieder auf diesen Punkt zurück in Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Nun, du tust wohl daran. Nun, das ist tatsächlich eine ziemlich massive Herausforderung, die ich beim Evangelisieren einsetze. Es gibt sehr viele Menschen, wenn ich sie herausfordere, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Nun, wenn man eine Umfrage macht in der Bevölkerung in Großbritannien und die einfache Frage stellt, und manchmal bei einem Zensus zum Beispiel wird diese Frage gestellt, glauben Sie an Gott? Dann antworten etwa 50% der Menschen, ja, ich glaube an Gott. Ja, aber Jakobus spitzt die Frage so realistisch zu und sagt, nun, wunderbar, selbst die Dämonen glauben an Gott.
Nun, das sagt er hier. Er sagt, selbst die Dämonen glauben und sie zittern vor Angst, denn ihr Glaube ist so real, dass sie Angst haben vor der Kraft Gottes. Was Jakobus hier sagt, wer bist du, dass du nicht demonstrierst und zeigst, dass du wirklich Gott glaubst? Denn sie wissen, was die Bibel sagt. Derjenige, der sündigt, wird sterben. Mit anderen Worten, wer Gott ablehnt, lehnt Errettung ab und Heilung ab. Glaube kommt nur zustande, wenn man glaubt, dass Jesus am Kreuz für dich starb. Und das muss etwas sein, was aktiv dein Leben verändert. Statt einfach nur vage zu sagen, naja, ich glaube an Gott. Das bedeutet nichts, denn Jakobus spitzt das sehr markant zu. Selbst der Teufel weiß, dass es einen Gott gibt. Und die Bibel geht noch weiter als das. Denn viele Male, als ich ein Teenie war und als ich gepredigt habe, musste ich eine andere Bibelstelle gebrauchen. Sie müssen diese Stelle kennen, wo es heißt, nur ein Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist eine ziemliche Herausforderung für Wissenschaftler und für Philosophen. Die Bibel macht das sehr klar, nur ein Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt. Dann gehen wir noch weiter zu Vers 21. Wir müssen uns Vers 20 anschauen. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Hier sehen wir, Jakobus beschäftigt sich mit der Frage und beantwortet sie. Seht ihr, wie der Glaube von Abraham, dem Gott verheißen hatte, dass durch seinen Samen, Gott hatte Abraham verheißen, dass er eine Nation, die so groß ist, aus seiner Nachkommenschaft erwecken würde, so zahlreich wie den Sand am Meer, und Abraham opfert seinen Sohn, bindet ihn, legt ihn auf das Holz, um ein Opfer aus ihm zu machen, und nur dann schlägt Gott ihm das Messer aus der Hand und stellt den Widder zur Verfügung, das Lamm, das das Opfer ist. Was er hier sagt ist, die Schrift wurde erfüllt, die besagte, dass Gott Abraham glaubte. In Vers 21, der Glaube von Abraham wurde bewiesen, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Und dann steht in Vers 22, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glauben durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott. Rettung im Alten Testament war schwer zu erlangen, schwerer als heute, denn unter dem Alten Bund kam die Errettung zustande, indem Menschen quasi vorausschauten auf das Kreuz und erwarteten, dass Gott das Opfer bereitstellen würde. Und als Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, war das eine Erwartung, dass Sünde ein lebendiges Opfer erfordert. Aber Gott demonstrierte, als er das Messer aus der Hand Abrahams schlug, dass es Gottes eigener Sohn sein würde, der das Opfer sein würde auf diesem Altar, und dass Gott selbst das Messer nicht ablegen würde, indem er zulässt, dass sein eigener Sohn den Tod durchmacht, um uns Errettung zu bringen. Und wie im Alten Testament Errettung aus dieser Erwartung des Todes Christi herauskam, basiert unsere Errettung heute im Rückblick auf die Errettung, dass vor 2000 Jahren Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab als
ein Sühnopfer für unsere Sünden. Wir sehen hier in Vers 23, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Oh, dass wir so etwas hören würden über uns. Und in Vers 24 sehen wir dann: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Glaube muss durch nachfolgende Werke verifiziert werden. Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, schauen Sie sich das an, lesen Sie das. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also sind die Werke der Geist selbst, der dem Glaube Substanz verleiht. Gott segne Sie. Und vergessen Sie nicht, besorgen Sie sich meine Bücher und abonnieren Sie meine Newsletter. Gott segne Sie. Es ist gut, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, zu Ihnen zu sprechen, denn in unserem Dienst brauchen wir Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung im Gebet. Ich werde das ganz direkt sagen: Ohne Gebet können wir nichts erreichen. Ich habe das in meinem Leben gelernt. Und ich weiß, ich bin so dankbar, weil ich mich verlassen kann auf Ihre Gebetsunterstützung. Wir haben auch eine große finanzielle Not, denn aufgrund der Covid-Schwierigkeiten sind unsere Einkünfte zurückgegangen. Aber wir brauchen mehr, denn was tatsächlich jetzt passiert ist, all diese Veranstaltungen, die aufgeschoben worden sind aus dem Jahr 2020, müssen 2021 und 2022 nachgeholt werden. Mit anderen Worten, um aufzuholen, müssen wir doppelt so viel tun und wir werden das doppelte Einkommen brauchen. Bitte helfen Sie uns. Sie wissen, was wir tun. Unsere Arbeit wird fortgesetzt in Israel, in Polen, in der Ukraine und in Zentralasien. Gott hat uns eine brennende Leidenschaft gegeben. Abgesehen von der Weissagung, die ich Ihnen noch mitteilen werde, dies ist die praktische Seite. Bitte helfen Sie uns. Bitte spenden Sie etwas und spenden Sie mit einer aufopferungsvollen Haltung, denn wir müssen nicht nur das Defizit vom letzten Jahr wieder hereinholen, wir brauchen eine doppelte Portion. Kommen Sie, eine doppelte Portion für 2022. Dankeschön.